Hi, hier ist der Frank von footblockhamburg.de. Wir wollen heute einfach nur einen Short machen, ein kurzes, knalliges Video. Und zwar haben wir ja neulich schon mal ein Hühnchen im Smoker gemacht. Mein Smoker steht da schon, den werde ich gleich einheizen. Und wir haben vor 5-6 Stunden auch schon das Hähnchen eingelegt. Das Hähnchen ist eingelegt in Zucker, Salz und Pfeffer. 3,5 Liter Wasser sind in diesem Topf drin. Dann nehme ich das jetzt gleich raus, tupfe das ab, damit es trocken wird. Und dann habe ich mir ein neues Wrap besorgt. Das werden wir da schön drüber machen. Jetzt kommt erstmal unser Intro. Ich habe das Hühnchen, was ich schon zerteilt habe, leider nicht ganz gleich, schon aus meinem Topf rausgenommen. Ich habe das so ein bisschen mit Küchentuch abgetupft, damit es nicht mehr ganz so nass ist. Jetzt habe ich hier ein Wrap von, ich sage das einfach, Ankerkraut, das heißt Bombay Chicken Wings. Das ist mit ganz viel Curry und anderen tollen Gewürzen. Das mache ich da jetzt mal so richtig großzügig drauf und drüber. Wir wollen das ja auch, dass das richtig danach schmeckt. Und dann muss ich mal schnell meinen Smoker anschmeißen und dann geht das los. Unser Hähnchen ist jetzt im Smoker. Das braucht noch eine ganze Zeit. Wir wollen aber eine schöne Beilage uns machen. Das haben wir jetzt die letzten beiden Male schon gemacht. Da habt ihr das immer so am Rande so ein bisschen mitgekriegt. Ich will euch jetzt einmal zeigen, wie wir das machen wollen. Und zwar habe ich mir schon Kartoffeln vorgekocht, weil das Hühnchen nicht so lange braucht und unsere Kartoffeln heute ein bisschen größer sind. Schaut mal selber. Ich habe eine verhältnismäßig große Kartoffel, die habe ich aber trotzdem schon ein bisschen vorgekocht. Die werde ich jetzt einfach so in Viertel schneiden und dann tue ich die da gleich schon mal auf mein selbstgemachtes Aluminiumfeld und dann zeige ich euch gleich, wie ich weitermache. So, Kartoffeln sind klein geschnitten, die habe ich hier schon reingelegt in das Feld. Ich schneide jetzt mir hier schön die Tomaten klein, die schmeiße ich damit drauf und dann wird das gleich gewürzt. Ich schneide mal eben die Tomaten klein. Tomaten und Kartoffeln sind jetzt hier drauf. Ich mache hier jetzt einen schönen Schuss Olivenöl in allen Richtungen, überall da drauf. Das schmeckt halt wieder richtig genial. Dann kommt da gleich Pfeffer und Salz drauf. Mmh. Richtig gut. Schön salzen. Mmh, richtig gut. Dann ein bisschen was für die Schärfe. Aber ganz schön grob gestellt das Teil. So, mal ein bisschen feiner. Ja, besser. Da steht aber drauf Red Chili Mix. Da ist auch Pfeffer mit drin. Aha. Immer diese Mütter, die zwischendurch alles besser wissen. Dann habe ich hier so ein bisschen Gewürz von so einem Hamburger Starkoch. Das mache ich da auch wieder ein bisschen was drüber. Das finde ich immer ganz cool. Es ist doch normal. Deine Mutter kann auch richtig gut kochen. Ja, weiß ich. Und dann kommt da ein bisschen Oregano drauf. Und dann geht das gleich alles schön in den Smoker. Super. Aus dem Weg. Genau, heute haben wir aber keinen Platz dafür. So. Ja, wir brauchen sowieso einen größeren Smoker. Also an alle, die sich jetzt angesprochen fühlen und eventuell Smoker bauen oder wissen, wo man gute Smoker herkriegt, meldet euch gerne bei mir. Würde ich geil finden. Ich würde diesen Smoker gerne, der hat für den Anfang hat er jetzt hier gereicht, aber ich würde ihn gerne austauschen gegen einen größeren. Ein bisschen mehr Leistung, wesentlich dicker im Metall. Das wäre schon toll, wenn ich sowas finden würde. Vielleicht gibt es ja auch irgendjemand da draußen, der die Dinger baut. Dann darf er sich gerne bei mir melden. Ich würde mich gerne mit ihm unterhalten. Und wir sehen uns gleich wieder. So, unsere Hähnchen sind auf der einen Seite ein bisschen dunkel geworden, weil da mir so ein bisschen das Feuer reingezogen ist eben. Das ist ganz schön dunkel. Also, 2 Stunden drin gewesen. Ich schneide das jetzt hier einfach mal auf. Boah, da läuft uns doch schon der Saft entgegen. Das Messer ist ein bisschen groß heute. Immer mal ein bisschen brutal unterwegs hier. Aber das sieht schon
richtig genial aus. Oder? Fantastisch. Ja, man kann sehen, wie hier der Saft rausläuft. Ja, that's it. So, jetzt gehen wir noch mal kurz die Kartoffeln gucken. Die Kartoffeln sehen richtig geil aus. Die Kartoffeln sind schön weich mittlerweile. Die Tomate ist auch schön angegart. Richtig geil. Das nehme ich halt auch gleich raus und dann geht es bei uns mit dem Essen los. Das war unser kurzes, schnelles Video, was wir gemacht haben. Wir haben gemacht heute ein Hähnchen mit einer indischen Wrap oben drüber mit ganz vielen tollen Gewürzen. Ganz bevorzugt natürlich Curry ist da ganz viel drin enthalten. Sieht richtig lecker aus. Auf der einen Seite ist es ein bisschen dunkel geworden, weil wir sehr weit an dem Feuer dran waren. Deshalb nochmal mein Aufruf. Hat irgendjemand von euch jemanden, der Smoker baut, meldet euch bei mir. Ich hätte echt Interesse daran, mir irgendwie einen größeren anzuschaffen oder vielleicht auch einen selbstgebauten. Wäre ich sehr interessiert. Dann haben wir heute gemacht die Kartoffeln angegart, klein geschnitten, in eine improvisierte Aluminiumfolienschale gelegt, schön Tomaten mit da drauf, ganz viele Gewürze. Ich schreibe euch wieder eine Einkaufsliste und das Rezept runter, wie wir es gemacht haben, findet ihr wieder unten in der Description Box. Ich kann schon nicht mehr sprechen, weil mir das Wasser im Mund zusammenläuft. Ja, sollte es euch gefallen haben, gebt uns gerne einen Daumen. Wir freuen uns immer darüber. Schreibt uns Kommentare, natürlich ganz viele Kommentare für jemanden, der weiß, wer jemanden Smoker baut oder Bauanleitungen dafür eventuell auch. Bin nicht so gut im Schweißen, aber auch das kriegen wir notfalls noch hin. Ja, dann sagen tschüss. Und der Frank von footblockhamburg.de. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag noch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.